Gott. Mist, Mist, Mist. Das ist nicht auszuhalten. Ich brauche jetzt mal wieder eine kreative Herausforderung. Ich möchte gerne einen Dokumentarfilm machen. Ich möchte was machen, was ich noch nicht kenne. Sie wissen ja auch, was es geht. Dann erzählen Sie mal aus Ihrem Leben. Ich heiße Gloria Schulze. Ich lebe seit längerer Zeit von Hartz IV. Ist doch gut, dass ich noch vorbeigekommen bin. Von mir aus kann ich den Vermieter ruhig öfters rausschmeißen. Ich habe eine Tochter, die heißt Paula. Ich kann alles noch. Ich bin jetzt gerade noch mal durchgegangen. Paula, 16 Jahre. Okay. Als ich dann im Gefängnis war, gab es einen Wärter und der hat mich sexuell belästigt und mich auch mehrmals am Tag vergewaltigt. Jetzt hör auf, mir aufzulauern. Du kannst mir nicht immer überall auflauern. Immer stellst du mir nach. Geh jetzt raus. Bist du verrückt? Ich will dich nicht mehr sehen. Und dann wurde ich schwanger und hab das Kind bekommen. Das könnte doch die Protagonistin sein. Das ist eine ganz harte Geschichte, auf jeden Fall. Na, ich trinke einfach mal meinen Kaffee. Sie war immer mein Gloria. Ich war immer seine Gloria. Und das gibt mir Hoffnung. Das ist ein ganz ausgerufenes Ding. Ich bin hier eine Dokumentation gemacht über mein trauriges Leben. Ich kann ja nicht 100 Tage arbeiten. Also, du bist eigentlich viel besser als viele Schauspieler. Ja. Siehst toll aus. Gut. Ja, das sieht gut aus. Gut. Das will doch kein Mensch sehen, sowas. Passiert da noch irgendwas anderes außer Kaffee kochen? Naja, ich meine, da muss man halt mal radikal aufräumen mit den Sehgewohnheiten. Das muss man aushalten in voller Länge.